Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt's mal meinen Workflow, also was passiert von Dreh über den Schnitt, bis ihr das Video auf YouTube sehen könnt, also über den Upload, was da eigentlich so bei mir passiert, wie lange das dauert und ja. Genau, und wie ich es mache. Und am Anfang möchte ich euch noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ich wieder mit Gaming angefangen habe. Vorgestern ist ein Video über den Farming Simulator 17 online gekommen. Das, in der Platinum-Version ist es wirklich sehr spannend, spielt in Brasilien. Und ich würde euch einfach mal raten, vorbeizuschauen. Das Besondere an dem Projekt ist eigentlich, dass es ein Community-Projekt ist und euch werden Abstimmungen angezeigt. Und ihr könnt somit bestimmen, wie die nächste Folge aussehen wird. Genau, und jetzt geht's einfach mal los mit dem Video. So, und dann geht's eigentlich los mit dem Dreh meines Videos. Das dauert so ungefähr 30 Minuten bei einem 10-Minuten-Video, wie das hier wahrscheinlich so eins wird. Genau, und da gehört natürlich dazu, dass ich erstmal alles aufbaue. Ich habe zwei Stative hier jetzt momentan, weil ihr die andere Perspektive noch seht, wo ihr die Kamera seht. Genau, die baue ich auf, dann kommt auf das eine Stativ der Osmo, wo dann mein Handy gehalten wird. Die zweite Perspektive ist mit meinem Handy. Auch damit kann man heutzutage schon sehr, sehr professionelle Aufnahmen machen. Und genau, einen Vlog, der nur mit meinem Handy entstanden ist, könnt ihr unten in der Beschreibung anklicken. Das war der von kürzlich von Würzburg. Da sind noch ein paar Drohnenaufnahmen drin, aber sonst ist alles mit meinem Handy gefilmt. Das ist das LG G6. Ich habe es mir direkt zur Marktstadt gekauft, weil ich schon wusste, dass es ein sehr gutes Handy wird. Und ja, das ist mit einer normalen Linse und einer Weitwinkellinse wirklich perfekt zum Vloggen auch geeignet. Und dann eben mit dem Osmo, der das Ganze ausstabilisiert, ist es eigentlich ein perfektes Vlog-Setup. Nur eben die Qualität ist nicht ganz so gut, wie wenn man jetzt mit einer DSLR filmen würde. Genau, und dann filme ich das erstmal, habe eben noch die Softbox, die ist jetzt hier über mir, damit auch mein Gesicht schön ausgeleuchtet ist. Das ist auf jeden Fall für einen professionellen Look ist das unverzichtbar, so eine Softbox. Man kann das Ganze natürlich auch draußen aufnehmen, da ist das dann nicht ganz so nötig, weil wenn die Sonne scheint, schon eine sehr gute Belichtung gegeben ist. Nachdem ich das Ganze gedreht habe, nehme ich dann die Speicherkarte aus der Kamera und kopiere die Dateien erstmal auf meinem PC. Meinen Ton nehme ich übrigens auch noch mit dem Tascam, habe ich euch auch unten verlinkt, Tascam DR05 heißt der, glaube ich. So ein kleiner Handheld-Audio-Recorder mit einer sehr guten Soundqualität auf. Nachdem ich die Dateien kopiert habe, öffne ich erstmal Adobe Premiere Pro CC 2017. Genau, und während des Öffnen, das dauert immer ein paar Minuten, je nach PC, also bei mir dauert es bestimmt 2 Minuten, bis das offen ist, sichte ich die Dateien im Ordner und tue alle anderen Dateien verschieben auf den Papierkorb bzw. löschen, aber nur in den Papierkorb löschen, nicht unwiderruflich löschen. So habe ich sie noch als Sicherungskopie, falls ich sie doch noch brauche. Das ist auf jeden Fall auch so ein kleiner Trick. Nicht direkt löschen, aber zur besseren Übersicht in den Papierkorb löschen, so könnt ihr sie jederzeit wiederherstellen. Und nachdem ich die Dateien gesichtet habe, habe ich einen groben Überblick, was ich gefilmt habe und wo ich schneiden möchte. Ziehe die Videodateien dann in mein Premiere Pro Projekt rein und schneide sie direkt am Anfang und am Ende von der Videodatei, dass ich direkt die Länge schon mal so habe und die Schnitte, die ich dazwischen setze, bei Versprechen oder sowas, das mache ich erst später. Aber erstmal für den Grobschnitt tue ich jede Datei einzeln reinziehen und schneiden. Und so habe ich dann alle Videodateien, die ich verwenden möchte, in einer Timeline. Das seht ihr jetzt auch gerade, wie das dann aussieht. Und kann die dann eben nach Belieben noch schneiden, Effekte hinzufügen, Farbkorrektur und alles, was ich machen möchte. Und ist es dann eigentlich soweit, dass ich mich um Effekte und Versprecherschnitte kümmere. Also ich nehme eben, da ihr seht, dass ich 30 Minuten aufnehme insgesamt. Ja, oder nicht 30 Minuten aufnehme, aber 30 Minuten das ganze Filmprozess dauert, nehme ich so um die 20 Minuten auf. Und daraus entsteht dann eine Datei, ich versuche mal so zwischen 5 und 10 Minuten für die Videos, die jetzt keine Gaming-Videos sind. So, und dann schneide ich direkt schon mal die Versprecher raus, so dass ich dann direkt schon mal so grob die Videolänge habe, wie das Video wird.
Ich versuche dann vielleicht noch ein bisschen was zu kürzen, Unwichtiges rauszuschneiden, falls das Video dann da mal 15 Minuten dann bei mir drin ist. Das möchte ich eigentlich nicht. 15 Minuten ist einfach zu lang für ein normales YouTube-Video. Es kann natürlich bei längeren Vlogs mal sein, wenn man wirklich viel zeigt, viele Impressionen aufgenommen hat, dass es 15 Minuten geht, dann ist es auch unterhaltsam, aber so ein Video wie das sollte nicht länger als 10 Minuten gehen. So, und nachdem ich den Schnitt dann soweit fertig habe, so dass ich dann alles habe, was in das Video auch wirklich reinkommen soll, also wirklich alle Versprecher rausgeschnitten habe, da kommt es dann zu den Effekten, dass ich dann, wenn ich mich doch mal irgendwo versprochen habe, zum Beispiel einen kleinen Text einblende, damit es berichtigt wird. Oder dass ich dann sowas habe, wie dass ihr mich plötzlich im Schnittfenster seht, so dass, wie das dann bei mir am Computer aussieht. Das sind natürlich Effekte, die auch ein bisschen Arbeit bedeuten. Das heißt, da muss dann auch sowas wie mit dem Rauszoomen, dass es dann auch den Flow behält. Also es muss im Video muss immer einen Flow haben, so dass es für den Zuschauer nicht zu langweilig wird, das Video zu sehen. Und ja, dann kommt sowas wie Farbkorrektur noch ein bisschen, das mache ich aber manchmal auch schon am Anfang des Videos, also am Anfang vom Schnitt, wenn ich noch die Rohdateien habe, tue ich die schon ein bisschen farbkorrigieren, so dass ich nicht am Ende jede einzelne Datei einzeln farbkorrigieren muss. Also weil, wenn ich Schnitte mache, dann habe ich ja einzelne kleine Schnipsel und die müsste ich dann alle einzeln farbkorrektorisch nachbearbeiten. Nennt man auch Color Grading in der Filmtechnik. Genau, und da wird das Bild einfach noch ein bisschen schöner gemacht und wird quasi mehr Kontrast, bisschen mehr Helligkeit, wenn es zu dunkel war, oder ein bisschen mehr Schatten, wenn es ein bisschen zu hell war. Genau. Und wenn das dann alles fertig ist, also das ist wirklich so der Hauptteil, da kommt dann noch ein bisschen Musik dazu und so etwas. Das ist das, was wirklich den Schnitt ausmacht und was mir auch wirklich Spaß macht. Kommt es dann danach zum Exportieren des Videos? Das mache ich eigentlich immer in dem im MP4-Format, im H264-Codec. Das ist eigentlich so der gängigste Codec, den man fürs Video verwenden kann. Den kann YouTube auch gut verarbeiten. Es gibt auch einen H265-Codec. Da dauert es aber wesentlich länger, das Video zu rendern. Also mindestens das Doppelte, glaube ich. Also ich habe es einmal gemacht und ich habe mich gewundert, warum das so lange dauert. Und dann habe ich herausgefunden, dass es an diesem anderen Codec liegt. Und man hat halt ein bisschen komprimiertere Dateien. Also die Datei ist nicht ganz so groß. Genau. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann zeige ich das ganze finale Video dann auf jeden Fall nochmal meinem Bruder. Der sieht eigentlich das Video immer nochmal davor und schaut sich das Ganze an und sagt mir eventuelle Verbesserungen, weil er kennt sich auch mittlerweile schon viel mit Film aus, steht ja auch oft hinter der Kamera. Dann komme ich eigentlich zum Upload des Videos. Genau, da ist es dann so, dass ich erstmal YouTube öffne, dann tue ich das Upload-Fenster öffnen, tue dann das Video reinziehen oder auswählen. Dann wird es währenddessen geuploadet, dann mache ich das Thumbnail. Das kann ich eigentlich mit der entweder ich nehme einen Videoausschnitt oder ich habe das eben schon aufgenommen davor mit der Kamera extra als Fotodatei. Dann mache ich das Thumbnail in GIMP. Da benutze ich, obwohl ich Adobe Premiere Pro benutze, nicht Photoshop, weil Photoshop finde ich von der Bedienung jetzt nicht so ansprechend. Da finde ich GIMP wesentlich besser. GIMP ist vollkommen kostenfrei, auch unten in der Beschreibung verlinkt. Dann mache ich damit das Thumbnail. Das ist das, was ihr seht. Also für welche, die nicht von YouTube kommen, aber Thumbnail müsste eigentlich ein sehr gängiger Begriff sein. Das ist das Bild, was ihr seht, bevor ihr mein Video anklickt. Entweder ganz klein, wenn ihr es am Computer anschaut, oder doch relativ groß am Handy. Wenn ihr zum Beispiel mich abonniert habt, dann seht ihr es ja quasi fast über die gesamte Bildschirmbreite. Das muss natürlich auch ansprechend gestaltet sein, so dass man auch draufklicken möchte. Also irgendwelche verwackelten Videoausschnitte, die YouTube zum Beispiel selber wählt, falls man keins festlegt, sind da nicht so gut. Genau. Und dann, ich sag schon wieder viel zu oft, genau, merke ich gerade. Und dann, ja, ist das Video soweit hochgeladen. Dann tue ich noch die Tags einfügen. Die habe ich schon vorher abgespeichert in einem Editor. Die muss ich noch reinkopieren und dann tue ich noch welche dazu schreiben für das jeweilige Video. Also wenn zum Beispiel jetzt bei diesem Video Tags sind quasi Suchbegriffe, die man in YouTube eingeben könnte.
Und bei diesem Video wäre das jetzt zum Beispiel, wie entstehen meine Videos, außerdem noch sowas wie Tutorial, Tarnel. Ja, da gibt es ganz Verschiedenes. Also die tue ich dann alle noch einfügen, tue das oft dann noch in einer Playlist hinzufügen, damit das Ganze auch schön sortiert ist, falls man mal ein Video sucht. Auf meinem Kanal kann man es dann gut in der Playlist finden und muss nicht alle Videos durchscrollen. Genau, dann lade ich das Video hoch, erstmal auf ungelistet bzw. auf privat und schließe das Ganze ab, den ganzen Upload. Tu dann noch das wieder öffnen, quasi im Bearbeitungsmodus und füge noch Infokarten, so kleine Infosymbole in der Ecke hinzu und eben dann auch noch die Endcard-Videos und das Abo, was ihr machen könnt, genau. Und dann ist das Video soweit bereit für den Upload. Beim Upload gibt es noch einige kleine Sachen zu beachten. Da ist es hauptsächlich so, dass es zum Beispiel nicht in der Nacht veröffentlichen, da schaut keiner die Videos an. Genau, und dann ist es besser, zum Beispiel am Nachmittag zu veröffentlichen als am Vormittag, weil am Nachmittag haben schon mehr frei von der Arbeit oder von der Schule und da gibt es dann auch wieder mehr, die das anschauen. Bei Vlogs ist es dann so, dass ich manchmal die auch noch ein bisschen später veröffentliche, wenn ich, also so 20 Uhr ist eigentlich für mich das Maximale, wenn ich ja, mal nicht dazu gekommen bin, was zu uploaden, weil ich mit dem Schnitt beschäftigt war oder eben auch mal bei so kleinen Effekten wie oder bei so kleinen Einblendungen wie diese kleinen Punkte hier an der Seite bzw. in der Ecke des Videos, die habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wo dann Instagram kommt oder dass ihr mich abonnieren könnt oder eben am Anfang des Videos das Datum, an dem das Video aufgenommen wurde. Das mit dem Datum ist dann eben eigentlich nur bei Vlogs, also sowas wie hier tue ich das normal nicht einblenden, weil es da einfach nicht zielführend ist. Man braucht ja das Datum dafür nicht. Das ist ja quasi ein so Art zeitloses Video. Dann ist das Video soweit fertig. Ich veröffentliche das Video, ihr könnt es sehen und ich warte auf eine Reaktion von euch in Form zum Beispiel von Daumen nach oben oder eben Kommentaren, die konstruktiv sind, die bewerte ich oder beantworte ich dann, also spätestens an einem Tag, weil ich jeden Tag schaue, ob neue Kommentare gekommen sind. Ich werde ja da auch benachrichtigt drüber. Dazu habe ich so eine App auf dem Handy, die ist von YouTube selber, YouTube Creator Studio heißt die oder YouTube Studio. Und da kann ich eigentlich alles zu meinen Videos sehen, auch eben, wie lange ihr zum Beispiel das Video gesehen habt, also die Viewtime durchschnittlich und auch wie die Bewertungen waren, wie sie kanaldurchschnittlich die Bewertungen sind. Ich hoffe immer, dass ihr entweder Daumen nach oben gebt oder wenn ihr einen Daumen nach unten gebt, also es quasi nicht mögt, also ein Dislike, dann dass ihr möglichst dann auch einen Kommentar schreibt, um zu mir zu sagen, was ihr an dem Video schlecht findet, weil so ein Daumen für unten nach unten für mich ohne einen Kommentar ist für mich einfach nur Hate. Es ist einfach nur unbegründetes Disliken. So, und dann sind wir jetzt schon langsam am Ende des Videos angekommen. Ihr könnt mir gerne mit einem Like zeigen, dass euch das Video gefallen hat. Ich bedanke mich natürlich bei euch für eure Aufmerksamkeit und dass ihr das Video angeschaut habt. Ihr könnt natürlich mich auch abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Jetzt auch gerade bei Gaming, wo ich jetzt wieder gestartet habe. Das ist bestimmt ein sehr cooles Projekt und ich denke, einigen von euch wird es gefallen, dass man abstimmen kann, wie die nächste Folge aussehen wird. Genau, schaut doch da einfach nochmal vorbei auf meinem Kanal oder jetzt gleich auf der Endcard verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst schon wieder. Bis dahin, seid kreativ, bleibt gesund und ciao.